Moin Moin, welcome back. Wir spielen weiter The Evil Within. Haben gerade, was glaube ich, unsere gesamte Munition weggeballert hier. Was ein bisschen blöd war, weil es da, ja, so ein paar nervige Viecher gab. Können wir aber nichts machen. So krabbelnde Dinger, die haben echt viel einstecken können. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall uns verbessern mit allen möglichen Sachen. Denn wir sind wirklich nicht gut geschützt, sagen wir so. So, es sind ein paar Zombies weniger. Vielleicht können wir die ein bisschen rundherum killen. Und dann müssen wir uns vielleicht auch nochmal ein bisschen aufputschen. Vielleicht haben wir jetzt genug grünes Zeug wieder gesammelt, dass wir wieder ein paar Leute vielleicht, dass wir uns ein bisschen besser machen können. Die müssen auch noch killen da hinten. Das dauert, glaube ich, zu lange hier. Ich muss leise sein. Ich Glück gehabt, aber dumm von mir eigentlich, ne? Naja, wieder ein Schuss weniger. Ach. Also Munition ist wirklich rar hier. Also wirklich rar. Was irgendwie schade ist. Ein bisschen mehr könnte man gebrauchen. Warum das Wagen in die Luft geflogen ist, weiß man. Warum der Wagen in die Luft geflogen ist, weiß man auch nicht. Wie man sieht, sind sie aber, sind jetzt viele wieder weg hier. Die werden wahrscheinlich hier irgendwo rumlaufen. Ich hoffe, wir begegnen nicht so viele, denn so viel Munition haben wir halt nicht mehr. Man muss die Welt wirklich alle schleichend killen, sonst verbraucht man zu viel Munition. Wir machen das jetzt ab jetzt mal wieder, dass wir wieder ein bisschen vorsichtiger sind. Und da hinten kann man wieder mit so einem. Aber wir haben noch keinen. Wir haben diesen Bolzen noch nicht, mit dem man schießen kann, um Sachen zu öffnen. Keine Ahnung, wann wir das bekommen, oder wann wir diese Waffe bekommen. Müssen wir mal schauen. Da ist irgendwas drin. Okay, nur eine Flasche. Oh, da drüben steht ein Hammer. Können wir auch mal mit rumfahren, ne? So. Können wir diese Hütte wieder rein hier? Oh, wir müssen erstmal gucken, was hier Lili gemacht hat. Also, nochmal. Wie rennt der wieder hinten hin? Ach, da können wir hinterherlaufen, okay. Wir können jetzt auch keine Gegner kommen, oder wie? Okay. Aber wäre ja auch ein bisschen fies, wenn jetzt Gegner kommen würden. Ha, Blut. Blut. Ein paar Tage alt. Hoffentlich nicht Lillys. Da rennt sie weiter. Ach bitte. Das ist wie so eine Schnitzeljagd jetzt. Man ist einfach nur dieser. Man folgt einfach die ganze Zeit mit dieser Stimme. Was ein bisschen schade ist. Lass uns mal ruhig in die Werkbank gehen hier. Hier waren wir gerade. Und gucken, ob wir noch irgendwas herstellen können. Wir haben zwar nicht so viel eingesammelt. Aber wer weiß. Zumindest haben wir einen Speicherpunkt denn hier. Was ja auch nicht verkehrt ist. So, wir können gar nichts herstellen, wie man sieht. Aber wir können Leben herstellen. Das ist ja schon einmal was. So. Warte. Wir können mal gucken wegen Waffenverbesserung.
Wir haben zwar 120 Teile. Wir können natürlich jetzt nicht so großartig andere Sachen machen, aber wir können so ein bisschen. Was können wir? Bam. So. Falls wir nochmal Munition finden, haben wir auf jeden Fall schon mal da ein bisschen mehr Wumms hinter. Wo jetzt noch laufen? Ich glaube, es hört da nicht. Das Licht aus, will ja niemanden blenden hier. Finden wir da was drin? Kann ich hier mal Patronen mal weggeschmissen haben? Was ist da denn? Was habe ich denn da gefunden? Ach, Waffenteil, okay. Ich dachte, ich hätte da jetzt irgendwie so eine Waffe gefunden, so eine halbe, die kaputt ist. Wäre auch Highlight gewesen. Unsere Axt ist kaputt, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen wieder eine Axt finden. Und noch das Messer. Lieber vorwärts gehen. Und okay. Hatte ich nicht gesehen. Gehen wir da nochmal hin. Sei Dank. Ja, was Gott sei Dank? Sie läuft immer noch weg. Sie hat sich hier wohl versteckt. Tja. Warum nur? Ist aber auch irgendwas. Sie muss in dem Lagerhaus sein. Kluges Mädchen. Geht so. Gibt es bestimmt viele gute Verstecke. Ich weiß nicht, wie klug das ist. Also für uns ist es unklug. Denn da sind auch verdammt viele Zombies. Pistolenmunition. Können wir in den Bus reingehen? Tatsächlich. Gibt's irgendwas? Ah, eine Leiche. Okay, ins Lagerhaus reinzukommen, wird wieder eine Schleichmission. Da sind auch einige. Oh. Das ist nicht so leicht. Vielleicht können wir da über den Bus da irgendwie reinkommen. Probieren wir gleich mal. Wenn er das mal weggeht. Oder hinten ist ein Loch im Zaun, glaube ich sogar. Gleich mal gucken. Können wir da durch? Nee. Okay, wir suchen hier hinten längs zu gehen, weil ich glaube, das andere wird zu dolle. Wenn man von hier reinkommt, ist natürlich die Frage, ne?
von dieser Seite auch reinkommt, das ist echt die Frage. Wir schauen trotzdem mal. Komisch, jetzt kann ich kriechen, kann ich nur auf Kommando, wenn das da steht, aber sonst nicht. Ach, das ist blöd. Ich glaube, von der Seite kommen wir einfach nicht rein. Schade. Das wäre cool gewesen, aber das klappt nicht. Oh, hier ist eine Tonne. Ist da was drin? Oh nein. Kann ich nur gegenkicken. Das wollte ich gar nicht. Okay, dann müssen wir irgendwie da reinkommen gleich. Jetzt habe ich da irgendwas rausgekippt. Das könnte man natürlich anzünden. Wir haben ja gar kein Feuerzeug oder sowas. Kommt vielleicht auch noch im Laufe des Spiels, wenn man sowas findet. Da müssen wir schon aufpassen. So, also wir haben da einen. Und wir haben da einen. Die Frage, welchen man als erstes killt. Am besten müssen wir warten, bis er wieder wegläuft. Und dann killen wir den hinterm Laster. Das ist, glaube ich, die beste Idee. Auch kurz warten. Sogar eine Axt in der Hand, vielleicht können wir die Axt da bekommen. Oh, warte. So vielleicht? Okay, das war ein bisschen laut. Aber es scheint keiner zu kommen. Mist, ey. Das ist echt ärgerlich wieder. Ja, der Schlüssel verballert. Hm. Der da oben hat es nicht gehört. Da. Soll uns nicht stören? Ich weiß nicht, ob da was drin ist. Wir gucken einfach mal. Die Jungs hier hinter. Na, guck mal. Wer ist er? Er hat aber nichts. Okay. So, wir gucken, ob wir hier reinkommen. Tür kann ich nicht aufmachen. Nee, okay.
Suche im Lagerhaus, ja, machen wir jetzt. Zumindest ist Licht im Lagerhaus. Das heißt, jemand ist dort. Die Frühschicht oder die Spätschicht. Hier irgendwie Geräusche. Mist. Die Türen brauchen wieder Strom. Vielleicht führt diese Leitung zu einer Stromquelle oder so. Ach, wäre auch zu einfach gewesen, oder? Oh, der könnte mich sehen, das ist nicht so gut. Kann ich den nicht killen da oben irgendwie? Kann ich da bestimmt irgendwie raufklettern oder nicht? Das ist er da hinten. Oh nein. Okay, das war nicht so cool. Okay, da ist noch einer. Aber da kommen wir nicht rüber. Da ist eine Stromquelle, aber die führt natürlich über einen total beschissenen Weg. Okay. Mann, ey, jetzt hat man überhaupt keinen Schuss mehr. Nichts. Immer nur Blanco-Flanco, ey. Kann ich nach oben klettern, wenn ich nichts machen kann? Bewegen. Ah, okay. Gut, gut. Lass los. So. Wir sind da drüben. Einer ist da. Wieder nur einen, ne? Ist das der Einzige, der so komische Geräusche macht, oder sind noch andere? Na gut, vielleicht finden wir hier ein bisschen Munition drin in den Kisten. Denn das stört die Monster ja nicht, wenn ich die kaputt hau. Machen wir einfach mal. Keine Munition, aber dafür Waffenteile. Brauchen wir die Axt wieder. Da hinten steckt noch einen im Baum, die muss ich nachher mal holen. Zwei drin, okay, und einer ist tot. Jetzt einmal hier reingehen erstmal. Okay. Können wir da vielleicht noch eine. Da brauchen wir 11 Stück für, okay. Können wir natürlich nichts herstellen. Schade, schade. Aber da rein komme ich auch nicht. Da muss ich ja hier rüber gehen wahrscheinlich, ne? Okay, da ist noch ein Arm. Das ist komplett zerstückelt, okay.
Ist die Frage, wie wir die killen können. Hier ist, aber ich kann, ich habe Problem, ich habe nichts mit Feuer, ey. Können natürlich einmal im Kopf abschießen, Kopf schießen, ne? Oh, das war ja ernst. Jetzt habe ich keine Munition mehr für nichts. Ja, hier noch. Okay. Okay, das scheint die immer noch nicht zu stören. Das heißt, einen können wir noch so killen. Den zweiten wahrscheinlich nicht, aber egal. Was? Ich bin John Wayne. So. Und wir haben wieder eine Axt. Auch nicht schlechtes. Und wir können den Strom anschalten. Perfekt. Das sollte jetzt funktionieren. Gut. Gegner sollten hier eigentlich jetzt keine mehr sein, hoffe ich. Lily? Lily? Ups. Scheiße. Ja, ja. Wirklich scheiße. Lily? Lily? Niemals den offensichtlichen Weg gehen. Vielleicht doch. Schießpulver plus irgendwas haben wir. Lily, das kam von oben. Oh. Ich brauche irgendwas mit Feuer auf jeden Fall. Sie durchgekrochen sein. Ich sollte da auch durch. Sie ist ein tapferes und kluges Mädchen. Okay, wir müssen was machen. Geht's ihr gut. Ich muss sie nur finden. Ja. Da liegt eine Hand. Hallöchen, Händchen. Da liegt ein Bein. Hier kann man auch aufmachen. Okay, das machen wir jetzt einfach mal. Auf diese Tür wieder einen kleineren Weg haben, kürzeren Weg. Können wir hier hochgehen? Ich weiß nicht, ob da oben was ist, aber wir machen es trotzdem mal. Nur um zu gucken, ob man irgendwo hinkommt, vielleicht, wo man was findet oder so. Kann ja gut sein, sonst ist ja jedes Mittel recht, um irgendwas zu bekommen. Der Munition ist hier echt mega wichtig. Man kann zumindest da wieder raus, wie ich sehe. Achso, hier geht's dann raus wieder, okay. Das wollen wir ja nicht. Man hätte wahrscheinlich auch den Weg reinkommen können, oder? Ich muss darüber. Vielleicht gibt es auf der anderen Seite eine Möglichkeit.
Okay, warte mal. Wir gehen nochmal kurz einen anderen Weg zurück. Es gab ja noch den Weg da vorwärts. Oder nicht? Oder war das schon geschlossen und deswegen sagt er mir das gerade? Ich glaube nicht. Die Frage, in welche Richtung ihr jetzt guckt, ne? Boah, schön. Wieder alles verballert, ne? Ist hier gelohnt. Das ist echt so, man, es ist so knapp hier mit Munition, das ist echt nicht normal. Freut man sich, dass man was hat? Und es ist gleich schon wieder weg. Ist hier was drin? Nee. Nun gut. Wenn es so ist, dann ist es so, ne? Hier ist ein bisschen Werkzeugbank. Hier liegt noch ein Zettel. Seismische Triggerereignisse an diesem Nachmittag. Die Systemüberprüfung brachte Abkopplung des Kerns zutage. Notfallteam für vorläufige Erkundung entsandt. Bericht kurz vor Kontaktabbruch von Mobius-Zentrale geschickt. Kern konnte nicht ausfindig gemacht werden. Geringfügige zeitliche Dislokation. Jedoch kein größerer struktureller Schaden. Einwohner stellen erste Fragen per Telefon. Kern noch im Offline. Erneutes seismisches Triggerereignis. Okay. Hochwertige Waffenteile. Na, sehr gut. Was können wir jetzt machen? Also. Die Feuerkraft von diesem Ding sollte man eigentlich erhöhen. So, können wir nicht. Aber es macht doch nichts. Wir können aber jetzt hier auch hinmachen. Die Sperre wurde bei allen Sachen weggenommen, ne? Ja, okay. Das ist natürlich cool. Kostet 200 Waffenteile, kostet 120 Waffenteile. Was ist das denn? Ah, okay. Gut, können wir jetzt noch nicht so viel machen, aber wir haben auf jeden Fall schon mal freigeschaltet, was sehr gut ist. Was ist das denn? Schockbolzen. Okay, aber ich. So, Lenz, ich habe ja noch keine Waffe dafür, ne? Was typisch Blödes. Ja. Nun gut. Gucken wir mal, ob wir Lilly weiterfinden. Okay, lassen wir ein bisschen Munition herstellen. So. Was ist denn mit Schrot? Oder das? Ich stelle erstmal nur die her. Und damit kann man ja auch ganz gut treffen. Jö, yeah, Durkickers. So. Okay, mach sie bereit für einen größeren Kampf, wenn Munition bereit liegt. Das habe ich. Weiß eine ich. Puppe. Aber wo ist Lilly? Okay.
gucken, wo Lily ist. Super Versteck. Oh, was ist er denn für ein Typ? Er spielt mit uns. Das ist er. Der Mörder mit der Kamera. Und der Mistkerl hat mein kleines Mädchen. Ich war fast bei ihr. Verdammt! Beruhige dich. Denk nach. Du musst sie retten. Der Kommunikator empfängt nichts mehr. Ich muss einen anderen Weg finden. O'Neill. Ob ich ihm trauen kann? Andererseits will er genauso sehr hier raus, wie ich Lily finden will. O'Neill, Sebastian hier. Können Sie mich hören? Mist, ausgerechnet jetzt. Vielleicht funktioniert es draußen. Geh mal raus. Was war das? Was ist das jetzt? Was? Was macht er da? Okay. Was zur Hölle? Bist du wieder in diesem Kunstmuseum von ihm? Was für ein kranker Typ, oder? Smile for me. Da bist du ja. Aber wo ist Lily? Er darf nicht nochmal entkommen. Sieh da! Das Mädchen! Wo ist es? Muss das sein? Und nicht diese Scheißviecher. Okay. Wow. Okay. Krass. Na gut. Aber ich glaube, hier machen wir einen Cut und machen wir nächstes Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.